So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess in HD auf der Wii U. Ja, heute ist irgendwie alles ein bisschen merkwürdig. Wenn man da hinten mal auf die Uhr guckt, ich weiß nicht, ob man sehen kann, die ist heute Nacht Punkt 12 Uhr stehen geblieben. Also fast Punkt 12, ist so 16 Sekunden nachher, und komischerweise habe ich ja eigentlich die Zähne und meine Augen sind ganz komisch und weiß auch nicht, was das ist. Ja, Halloween, ich weiß, alles Aberglaube, sage ich, aber naja, manche Dinge sind doch schon unerklärlich. Sachen gibt's. Nee, Twilight Princess HD, was haben wir im letzten Part gemacht? Im letzten Part, haben wir Xanto getroffen. Wir haben auch den riesigen Urzeitfisch Octapesco, keine Ahnung, haben wir, platt gemacht, also den Hüter vom Wasserschrein. Seeschrein, Wassertempel, Seeschrein. Und Xanto hat Midna verwundet, beziehungsweise Ranel hat das gemacht. Und ja, jetzt müssen wir Midna retten. Es könnte eventuell sein, dass ich ein kleines bisschen lispel durch die Zähne, aber ich dachte mir so, für Halloween kann man das mal machen. So, uns wurde gesagt, wir sollen hier oben rein, denn da ist ein Geheimgang zum Schlosskeller. Denn wir müssen zu Prinzessin Zelda, weil Zelda die einzige ist, die Midna helfen kann. Ja, so ist das. Wir dürfen uns nicht bemerkbar machen. Das heißt, wenn ich hier jetzt eine Vase runterschmeiße. Ah, was ist denn das für ein Geräusch? Ja, okay, dann fallen wir einfach runter. Ein Wolf, verschwinde! Aua! Ich glaube, der hat uns geschlagen. Das hat sich zumindest so angehört. Ja. Ich muss noch ein bisschen mehr erzählen. Eigentlich wollte ich schon letzte Woche eigentlich ganz viel aufnehmen. Letzte Woche hatte ich Nachtschicht. Dementsprechend hatte ich tagsüber natürlich viel Zeit. Hätte man so denken können. Das größte Problem ist für die, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe mir ein Auto gekauft. Neuwagen. Und da gab es dann so ganz... I don't do anything. Ja, damit muss ich mal zu meinem Arbeitgeber gehen. Ha, I don't do anything. Okay, you're fired. So, dritter Anlauf. Alle guten Dinge sind drei, das wissen wir ja. Ja. Ich habe mir ein neues Auto gekauft und die Bank hat einen Fehler gemacht. Dementsprechend wurde mir dann extrem viel Geld auf einen Schlag abgezogen, was sie gar nicht hätten abziehen dürfen. Und dann musste ich das erstmal mit der Bank da alles regeln. Das war auch alles ein bisschen Stress, weil das alles so zwischen der Arbeit, zwischen Schlafen und allem. Und dementsprechend hatte ich natürlich nicht Zeit für irgendwas anderes, weil das halt schnell geregelt werden musste. Und dementsprechend kam auch das Aufnehmen ein bisschen zu kurz. Ich will mich dafür auch unendlich entschuldigen. Es tut mir so leid, ich wollte nie irgendwie so einen Funk Royal machen, der sagt, geht jetzt weiter und dann sind erstmal wieder 2 Monate Pause. Es war nämlich sehr lange Pause, gebe ich auch zu. Gut, jetzt die letzte Aufnahme ist nicht so lange her. Wusste ich doch, dass wir zu Giovanni müssen. Ich war die ganze Zeit schon am Überlegen. Ich meinte so, war der Eingang nicht irgendwie bei Giovanni? Aber gut, jetzt weiß ich, wenn wir hier lang gehen, kommen wir zu Giovanni. Was bist du? Aua! Eine Lampe, die wehtut. Oh Gott! Was ist das denn? Ey, die sehen viel geiler aus als im Original. Egal, mal schnell kaputt machen. Ey, die sehen wirklich viel geiler aus. Viel detaillierter. Guck da mal ganz genau hin. Diese Geister sollen übrigens so kleine Puppen darstellen. Ja, das weiß ich auch durch Hyrule Historia. Du erhältst eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Na, das passt ja zu Halloween. Geister sammeln. Besser geht nicht. Wir spielen auch gar nicht Luigi's Mansion, ne? Mysteriös. Was ist das denn? Oh, danke, dass du den Geist besiegt hast, Clever. Ich darf dich doch so nennen, oder? Man nennt mich Giovanni. Aber seit ich Geld brauche und meine Seele einem Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meiner Freundin kann ich so nicht unter die Augen treten und mein Kater Gregor sitzt mir auf dem Kopf und ist genauso starr wie ich. Meine Bitte an dich, Clever, kannst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in meine frühere Gestalt zurück.
Aber so wie es gerade regnet, kannst du nicht direkt rausgehen. Ich mach dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Gute Idee, es regnet wie sonst sowas und wir gehen in die Kanalisation. Ja, das ist garantiert. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder hereinzukommen, okay? Ja. Okay, machen wir das doch. Na gut, dann fahren wir einfach mal in diese Truhe. Bah! Macht er. Macht er. Ah, seht ihr, genau das meinte ich. Zu viel Regen, zu viel Wasser, zu viel Ratte. Ich hasse Ratten. Zumindest in Twilight Princess. Also so im Groben und Ganzen finde ich Ratten ja gar nicht schlimm. Aber in Twilight Princess sind die echt böse. Funktioniert das so? Ah ne, Midna ist krank. Natürlich, da funktioniert... Midna ist krank. Midna liegt ja nur im Sterben. Egal, gut, dann ignorieren wir die Ratten. Wir ignorieren die Ratten. Ist eine gute Sache. Kann ich auch trotzdem noch hier an diese Haken? Ja. Okay, weiter geht's. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ist das schnell. Da oben war eine Spinnenwebe. Ah! Dass Midna das alles einfach mitmacht, ne? Das ist schon irgendwie unglaublich. Wir haben noch 4 Herzen, das ist gar nicht mal so gut. Für alle, die es nicht wissen, die jetzt eventuell einfach so dazugeschaltet haben, weil sie das Thumbnail gesehen haben oder keine Ahnung, ich glaub's eh nicht, weil ich bin nicht so ein bekannter Let's Player, als dass irgendjemand meine Videos einfach so gucken würde. Oder besser gesagt, einfach so finden würde auf YouTube. Das funktioniert nicht so einfach. Ich bin gerade ein wenig am Zweifeln, diese Spinnen in Wolfsform, wie konnte man die nochmal am besten besiegen? So nicht. Greif's auch an. Jetzt! Jawohl, hab ich sie! Ja, jetzt wäre sie platt gemacht. Ja, jetzt ist sie kaputt. Okay, wir müssen also warten, bis er angreift. Ne, das ist ja so in etwa. Und da ist ja noch ein. Wir haben ja auch gar nicht lange für die erste gebraucht. Egal. Ihr Netz blockiert da so ein bisschen was, also müssen wir etwas machen. Es abfackeln. Hallo? Wieso nicht abfackeln? Wieso nicht abfackeln? Abfackeln ist toll. Es dauert einfach so ewig, bis er anfängt anzugreifen. Das ist echt krass. Das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber hier merkt man es gerade extrem. Stoß funktioniert nicht einfach so. Richtung des Gegners? Nee. Ich hab's schon versucht, das geht nicht. Jetzt. So, ist die Spinne auch hin. So. Versuchen wir es mal anders. So, jetzt? Natürlich, jetzt fackelt's ab, wieso auch immer. Wir lassen das einfach mal so hingestellt, ne? Übrigens werde ich heute eventuell auch nur ein bis maximal 2 Parts, ich sollte eventuell die Fackeln anzünden, ja, super. Hat ja wunderbar geklappt mit dem Fackeln anzünden. Aufnehmen, weil ich habe mir heute ein paar Spiele gekauft. Fast nicht teuer. Nein, überhaupt nicht. Also heute am 31.10. habe ich Spiele gekauft, ja. Und zwar einmal für die PlayStation 4, Skyrim. Ja, die Remastered-Version. Tut mir ja leid, aber ich liebe dieses Spiel abgöttisch. Und dementsprechend habe ich gesagt, ich muss das auch unbedingt in der Remastered haben. Ich meine, theoretisch... Ich habe mir ja sogar Twilight Princess zweimal gekauft. Ja, wir hören so. 3 of a kind. Wow. Ich bin begeistert. Ja. Ich habe mir auch Twilight Princess zweimal gekauft. Einmal für die Wii, einmal für die Wii U. Und ich bin auch ganz ehrlich, wenn es nicht so scheißend viel Geld kosten würde, würde ich mir wahrscheinlich sogar die GameCube-Version kaufen. Zusätzlich noch. Das ist einfach so dieser Sammler dran. Ne? Das ist mein absolutes Lieblings-Zelda-Game und ich merke gerade, ich bräuchte die Fackel hier. Und dementsprechend kann man das schon mal machen. Und Skyrim ist definitiv auch so ein Ding. Das muss man einfach haben. Skyrim ist geil. Also wenn man so auf Fantasy und Rollenspiele steht, dann ist Skyrim echt mega geil. Außerdem hat Skyrim Drachen. Nicht viele Spieler haben Drachen. Und Drachen sind geil. So. Ich war sogar der Meinung, hier ist irgendwo noch ein Geist. Aber scheinbar ist es nicht so. Diese scheiß Fledermäuse kotzen mich so ein bisschen an. Stirb. 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 Dann halt so. Da mussten wir jetzt schon extra springen wegen dir. Blöd gelaufen. Oh. Bubblin.
Bubblin töten! Yay! Oh, das hat ihn, glaube ich, gar nicht gefreut. Ja klar, mit zwei Angriffen ist er weg. Hä? Und mit einem Schwert müssen wir zigtausendmal auf ihn einschlagen, bevor überhaupt irgendwas... Achso, wir haben ja das Ordon-Schwert. Oh, jetzt habe ich was vergessen. Das tut mir aber leid. Ich sag's jetzt auch nicht, weil Spoilergefahr. Klar, als wenn irgendjemand im Jahr 2016 Twilight Princess noch nicht kennt. Zumal, wenn irgendein Zuschauer in 2016 Twilight Princess noch nicht kennt. Irgendeiner meiner Zuschauer, weil, ist ja nicht das erste Mal, dass wir das Spiel spielen, ne? Also theoretisch gesehen ist das schon das dritte Mal, dass ich das Spiel Let's Play. Wow, ich bin echt ein Nerd, was das angeht. Ach, wie schön. Die Facecam ist abgeschmiert. Yay! Ja, geil. So, dann mach ich mal ganz kurz Pause. Mal gucken, wann sie wieder kommt. Das ist jetzt natürlich super. Ich speichere die, während wir hier mal spielen, speichere ich die einfach mal ab. Z 3.1. Das ist schon geil. Das hatten wir schon ewig nicht mehr, dass die Facecam abgeschmiert ist. Na gut, dann konntet ihr ja auch gar nicht das mit den Zähnen und so sehen. Schade eigentlich. Ach, das ist so ein kleiner Gag. Ich meine, es ist Halloween, ne? Da kann man das schon mal bringen. Also, wenn ihr das hier seht, ist garantiert nicht mehr Halloween. Es sei denn, ihr guckt das irgendwann 2017 am 31.10. Dann könnte es eventuell funktionieren. Aber, also 2016, das wird nicht funktionieren. Weil ihr werdet das Video wahrscheinlich so in 2-3 Wochen sehen, wenn ich das jetzt aufgenommen habe. Ach ja. Das ist mir übrigens auch noch nie aufgefallen. Erinnert ihr euch an diese Stelle? Wenn nein, dann springt mal zum, keine Ahnung, zweiten oder dritten Part des Let's Plays zurück. Dann guckt euch mal ganz genau an und dann guckt euch das an. Dann wisst ihr ganz genau, da ist eine Ratte. Noch zwei Herzen. Hey, läuft ja bei uns. Super. Ich muss mal gucken. Eventuell muss ich echt die Zähne rausnehmen, weil ich habe echt das Gefühl, ich lispel. Egal. Das ist mir vorher noch nie passiert. Oh nein, er hat uns mit einem Pfeil getroffen. Oh nein, ich habe ihn mit der Schnauze getroffen. Ey, das wäre jetzt so scheiße, wenn wir jetzt verrecken würden. Ah. Nicht runterfallen. Und ich habe so einen richtig dummen... Ja, klar. Wir gehen einfach rückwärts das Seil lang. Ja, ja, das machen wir so. So, ungefähr 3 Minuten, bis die Facecam gedingensbumst ist. Kann ich dich auch irgendwie überspringen? Ich hab dich ins Wasser geschmissen. Bubblins mögen übrigens kein Wasser. Sobald sie im Wasser landen, sterben sie. Instant Death. Geil. Aber man muss ja zugeben, durch die Zähne kriege ich es jetzt ein bisschen hin, besser dieses the auszusprechen. Das ist jetzt mehr so Englisch. Oh, das ist nicht mehr. Vorher war es ja immer the, ne? Also ein SE Legend of Zelda. Jetzt wirklich ein The Legend of Zelda. Ja, ja, die Zähne sind doch zu was gut. Ja, also ich glaube, wenn ich die irgendwie lang genug drin habe, dann stört mich das auch nicht mehr. Dann lispel ich nicht mehr. Hey, lispel ich? Mal ohne Scheiß, schreibt's in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich glaube, das hört sich schon so an. Ich werde mir die Aufnahme gleich nochmal anhören. Dich überspringen wir einfach gekonnt. La, 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 la. Da kam er jetzt nicht mit, das war zu hoch für ihn. Ah, versteht er, weil wir in einem Turm hochklettern. Oh Gott, Flachwitz. Flachwitz, Füße hoch, der kommt flach. Ah, hingefallen. Oh Gott, wieso steht denn da noch einer? Stirb. Ja, spring einfach alles runter. Hat er sich am Seil festgehalten? Jetzt bin ich aber stolz auf ihn. Das hat er aber toll gemacht. Ja, das ist ein feiner Wuffel. Ein feiner Wuffel. So. Mit einem Herz den Turm hier hinhoch. Hinhoch, ja vor allem. Hinhoch. Wow, ich bin echt begeistert. Na, tat das weh? Kam so aus dem Nichts, ne? Das auch. Ha, der guckt sich noch um. Hä, was war denn das? Was hat mich da gerade umgeschmissen? Das konnte er nicht verstehen. Das war auch zu hoch für ihn. Ah! War ich nicht eben schon bei dir? Oh! Jetzt sind wir gerade fast gestorben. Halt dich am Seil fest. Das ist ja cool, dass er das macht. Ich glaube, im Originalteil macht das nicht. Ach, das ist so viel. Bin ich gerade vom Seil runtergesprungen und habe ihn angegriffen? Wie geil. Ja, das sind so diese kleinen Sachen in einem Leben von einem Gamer.
Wir hatten eine Fee. Ach stimmt, von Octopesco. Wir hatten eine Fee von Octopesco noch? Hä? Ich dachte, die haben wir aufgebracht. Ach nee, wir sind ja mit 3 Herzen, glaube ich, raus. Ah! Tot. Sachen gibt's. So, jetzt kann ich auch die Facecam wieder starten. Pass mal auf, jetzt wird's wieder lustig. Also gleich. Es dauert nur einen ganz kleinen Moment. Neue Videoaufnahme. Und die Kamera ist wieder unscharf. Ich glaub's nicht. Wie kriegt die das hin? Trotz, dass sie ausgeschaltet ist. Unglaublich. Oh nee, ist doch scharf. Ist doch scharf. Ich hab mich vertan. Tut mich leid. Kann auch dem Besten mal passieren, ne? So, da bin ich wieder. Ha! Sachen gibt's. Wie lange nehme ich überhaupt schon auf? Nicht, dass es sich jetzt irgendwie nicht mehr gelohnt hat, weil schon über 20 Minuten. Nee, 15 Minuten, irgendwas. Ich hasse Bogenschützen. Moment, ich bin selber Schütze. Aber nicht mit Pfeil und Bogen. Also zumindest nicht im Real Life. Im Real Life mit Gewehr und Pistole. Mysteriös. Wenn sie hier irgendwo Bogenschießen anbieten würden, dann würde ich wahrscheinlich auch mal vorbei. Ich möchte mir das... Muss ja Spaß machen. Naja. In Skyrim bin ich Bogenschütze. Und, leichte Rüstung-Typ. Ja, klar, als Bogenschütze ist normal, ne? Nee, aber... Schwert, Schild, Bogen. Das ist das geilste Kombi. Ist das geilste Kombi vor allem, Alter. Ich vergewaltige die deutsche Sprache wie sonst sowas. So, es gibt jetzt allerdings einen etwas anderen Weg, den wir gehen müssen. Beim letzten Mal sind wir hier lang gegangen. Jetzt müssen wir tatsächlich hier über diese Brücke, die da so toll... Jetzt müssen wir nicht über diese Brücke, die hier so toll... Hä? Ich verstehe jetzt nicht, was da gerade passiert. Das muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal... Ach so. Natürlich, komm her, du Flügelviech. Was ist das eigentlich für ein Viech? Hat das irgendeinen besonderen Namen? Ist es weg. Oh, ich habe einen Schädel zerstört. Es ist weg. Es ist einfach nicht mehr da. Es ist die Burgmauer runtergefallen und normalerweise kommen die wieder hoch, aber irgendwie wollte er nicht. Keine Ahnung. So. Normalerweise kannst du hier aber drauf springen und kannst dann... Nein! Ja, halt die Hand direkt in die Kamera. Was soll der Scheiß? Das war aber nicht die Fahne englische. Das eventuell auch nicht, aber... Willst du sterben? Er will sterben. Er ist im Flug gestorben, dadurch ist er im Flug verpufft. Das sah schon geil aus. Das war ein Abgang mit Stil. Muss man schon mal lassen. Ach ja. So, ich würde sagen, wir warten einfach die nächste Windböe ab, bevor uns das... Ah, wow, 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 wow. Ich muss ja natürlich beim Wind immer ein bisschen gegenhalten, ne? Weil ansonsten wird Link nämlich zurückgedrängt, also Wolf Link. Und dann haben wir ein kleines Problem, wenn er dann einfach in der Brüstung fällt. Das ist dann nicht lustig. Nee, nee, ist es wirklich nicht. Wir haben nur noch 3 Herzen, weil wir schon so häufig runtergefallen sind. Was soll der Müll? Mir scheißegal, was du hier machst. Ich mache einen Abflug. Er macht auch einen Abflug. Okay. Da sind wir uns einig. So. Ich bin heute schon wieder so aufgedreht. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ist Halloween, ne? Das könnte daran liegen. Hallo, Zelda! Dein Knuddelwolf ist da. Sie ist nicht da. Nein, Midmar. Ist er doch da. Hat sich versteckt. Ich bitte euch, verratet uns, wie wir den Fluch brechen, der auf Lukas liegt. Ah, der ist nicht brechbar. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Lukas von seinem Fluch erlösen. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. Was? So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, so existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Firon geschützt wird.
Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alter Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird das Böse bannen. Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Aha. Lukas, von den Göttinnen Hyrules auserwählter Held. Sagt das jetzt noch Zelda? Wie du bin auch ich von unseren Göttern mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Lukas? Von hier aus findest du den Weg auch ohne mich. Nein! Und ihr, Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verratet diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Ah! Musik still, puff, tot. Wisst ihr, mit einer... Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. Ein Schattenwesen, ne? So viele Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, mit einer... Nehmt dieses Geschenk an. Nein, wenn ihr das tut, Lukas, halt sie auf! Wir müssen zurück, Lukas. Zurück in den Wald von Verona. Mit dem vierfachen Rückwärtssalto auf dem Rücken des Wolfes gelandet. Ist das nicht fabulös? Ist die Kamera schon wieder unscharf? Nö. Prinzessin Zelda, ihr gabt mir eure Kraft und alles, was damit verbunden ist. Oh nein! Sie ist tot! Was denn jetzt? Tja, das war mal spannende Sache, ne? Wieso gucke ich dahin, wenn ich in die Kamera gucken will? Ist egal. Ja gut, dann würde ich fast sagen, können wir hier den Part auch eigentlich schon beenden, ne? Mhm. Ist ja sehr viel Story-Relevantes gerade passiert, irgendwie so ein bisschen. Der Wald von Firone wird unser nächstes Ziel sein. Oder eventuell erstmal ein Laden, wo ich ein paar Feen kaufe. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ich denke mal ein Laden. Ein paar Feen ist immer gut. Mit drei Herzen kommen wir, glaube ich, nicht weit. So, und dementsprechend würde ich natürlich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, wie gesagt, das war so mehr oder weniger ein kleines Halloween-Special. Ich glaube, ich nehme noch einen auf mit dem allen und dann mal sehen, was ich dann mache. Dann werde ich wahrscheinlich erstmal Videos bearbeiten, hochladen und ein wenig Bioshock zocken. Hab mir die, hatte ich vorhin gar nicht gesagt, ne? Ich habe mir heute drei Spiele gekauft. Skyrim, Bioshock, die Collection und
Diablo 3, alle drei DLCs plus Hauptspiel für 10 Euro, kann man nichts sagen. Ja, Skyrim und Bioshock waren natürlich ein bisschen teurer, aber egal. Da werde ich mich auf jeden Fall dran setzen. Ja, ich habe eine PS4, ja, ich habe eine Xbox One. Egal. Wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir auf jeden Fall einen Kommentar und schreibt mir auch mal, ob ich gelispelt habe. Und ich sage tschüss und bis dann irgendwann, euer Renchi. Bye!